Ja, ich begrüße Sie ganz herzlich bei unserem Thema Rückengesundheit fördern, Arbeitsgesundheit fördern. Und wir gehen mal davon aus, wie in den meisten Arbeitsstellen und bei den meisten Arbeitsgängen ist es ja so, dass vorwiegend eine vorgeneigte Arbeitshaltung hier existiert. Egal, ob ich im Packbereich bin, ob ich im Bürobereich bin, ob ich im Lageristikbereich bin oder in der Produktion, häufig überwiegt einfach die vorgeneigte Haltung, nur ganz selten in Berufen, wie beim Förster, der durch den Wald und die Baumkronen sich anschaut, ja, kommt es mehr über Kopfarbeiten, aber das ist in den wenigeren Fällen so. Wir gehen also heute mal davon aus, eine vorgeneigte Arbeitshaltung ist hier existieren und da schaffen wir Ihnen jetzt mal ein paar Möglichkeiten, um die Rückengesundheit, ja, um die Rumpfgesundheit zu fördern und wir zeigen das mit ein paar ganz einfachen Übungen. Erste Übung ist als elementare Ausgleichsübung die sogenannte Vielzweck-Elementarübung. Die wird in einer Schrittstellung ausgeübt. Oberkörper ist gerade vorgeneigt, um ein bisschen Rumpfkräftigung zu bekommen. Schlecht ist diese Haltung, besser ist es, wenn Rumpf und Bein und Rücken eine Linie bilden. Das Bein wird gekräftigt, die hintere Wadenmuskulatur wird gedehnt. Jetzt öffne ich den Rumpf und mache diese Bewegungen im hinteren Bereich, also im Endgelenksbereich. Wichtig dabei ist das Chin-In, Kinn nach hinten unten und dann sieht das Ganze so vom Seitprofil aus. Ich mache es gerne auch nochmal von vorne. Rechte Bein nach vorne gestellt, darauf achten, dass Knie und Fußspitze in einer Linie stehen. Der linke Fuß nach hinten, Arme nach hinten so weit wie möglich zurück. Finger nicht irgendwie halten, sondern besonders gespreizt halten. Kinn nach unten, das ist das Chin-In. Und Federbewegungen, 20 Federbewegungen durchführen. Das Ganze einmal mit der rechten Seite, natürlich ebenso auch mit der linken Seite. Die Wirbelsäule muss in alle Richtungen bewegt werden, so wie das Zähneputzen. Ich putze oben die Zähne, unten, links, rechts, vorne, hinten. Das machen wir mit der Wirbelsäule genauso. Dazu dient das Programm Wirbelsäulenhygiene. Wie geht das Programm? Als erstes kommt die Vorneigung, ich zeige es in Seitprofil. Und wir machen da ein myofasziales Programm mit leichten Minifederungen. Ich gehe nach unten, mache den Rücken rund und feder am Bewegungsende. Komme nach oben, langsam nach oben und mache jetzt im Endbereich das, was ich aushalten kann, Minifederung in der Rückneigebewegung. Ist das zu unangenehm, kann ich das auch mal so durchführen. Die forcierte Variante wäre dann, wenn ich mich mit der Zeit schon steigern kann, ich gehe mit dem rechten Bein nach hinten und nehme den rechten Arm auch mit zurück und gehe dann in diese Streckbewegung. 20 Minifederungen durchführen, klein und fein, nicht mit Gewalt. Wenn Sie das Gefühl haben, das löst irgendwelche Sensationen aus, wie starkes Brennen, Stechen, dann lassen Sie die Übung sein. Oder es ist unangenehm, dann machen Sie es bitte mit abgestützten Händen, nur mit leichten Federungen und nicht zu weit zurückgeneigt. Aber wir brauchen diese Rückneigebewegung, um den Bandscheibenvorfällen und den Überlastungen entgegenzuwirken. Als nächste Bewegung kommt die Seitneigebewegung. Ein Bein überkreuzen, dann haben wir auch die Beinpartie mit dabei. Den Arm möglichst lang machen, nicht so, sondern schön lang. Und jetzt zur Seite neigen. Und dann diese Bewegung durchführen. Das ist jetzt für die Seitenlinie, in der Fachsprache auch Laterallinie genannt, von den Muskeln Faszien. 20 Minifederungen. Das Ganze mit der anderen Seite auch. Und hier auch schön zur Seite neigen. 20 Minifederungen. Und ich drücke dabei mein Becken nach außen, nehme den Oberkörper zur Seite und mache im Endbereich 20 Minifederungen. Jetzt kommt die Rotationsbewegung. Die kennen wir alle so oder so. Wir machen das myofaszial, um Muskeln und Faszien gleichermaßen zu erwischen. Ich mache es mal wieder von der Seite zuerst vor. Mein rechtes Bein kommt vor. Ich mache den Rücken bewusst rund und feder im Endbereich. Ich zeige es auch von vorne mal mit der anderen Seite.
nehme jetzt mal mein linkes Bein vor. Ich merke mir, da wo das Bein nach vorne ist, geht auch die Rotation hin. Also in dem Fall linkes Bein vor, linke Rotation. Und rotiere im Endbereich, verändere mal so ein bisschen auch die Position. Hier merke ich weniger, da merke ich mehr, dann will ich dort auch die Hauptarbeit durchführen. Am Schluss dieses Wirbelsäulenhygieneprogramms einmal kräftig strecken, nach oben gehen und schön federn. Und dann das Wirbelsäulenhygieneprogramm auslaufen lassen und beenden. Eine weitere Möglichkeit, sich zu kräftigen, ohne viel Aufwand im Arbeitsleben, wäre die ganz einfache Streckbewegung. Ich gehe ca. 40 cm von der Wand entfernt, mache den Rücken gerade, nicht so, ja. Nehme die Arme gestreckt mit den Handkanten an die Wand und führe auch hier Mini-Federungen durch. Mit der anderen Seite ebenso. Dann komme ich raus aus dem runden Haltungsdilemma, mit Rundrücken, mit vorgeneigter, geschlossener Haltung. Ich muss mich wieder weiten und habe ein schönes Kontrastprogramm geschaffen zu meinem typischen Arbeitsleben, wo ich mehr nach vorne arbeite. Eine einfache Übung ist auch die Wanddruckübung. Ich gehe mit dem Kopf an die Wand, mit den Händen an die Wand, die Finger sind gespreizt. Ich mache wieder meinen Chin-In, das heißt Kinn nach unten hinten. Sollte Ihnen das Probleme bereiten, der Mönch holt etwas, und Sie kommen nicht ganz an die Wand ran, dann können Sie etwas zwischen Nacken und der Wand hinlegen. Das ist bei mir jetzt nicht erforderlich, aber bei manchen Typen, die schon mehr so den Schildkrötenhals haben und diese Haltung schon verinnerlicht haben und auch schon ein bisschen fest sind in dieser Haltung, wäre das eventuell erforderlich. Ansonsten den Kopf wieder so einstellen, Hände ganz fest dran drücken und jetzt die Schulterblätter auch ganz, ganz fest dran drücken. 3 mal 12 Sekunden, nicht verkrampft, mit ein bisschen Lächeln, mit ein bisschen Freundlichkeit das Ganze durchführen und dann können Sie sich auch wieder hervorragend entlasten. Hervorragende Übung ist ebenso alle Schwungübungen. Und merken Sie sich, alles was in die Weite geht, was in die Öffnung geht, in das Entfalten, das bringt Entlastung. Alles, was hier hineingeht, können Sie Schulterkreisen machen. Natürlich können wir das so machen, aber das nach hinten kreisen ist viel wichtiger. Lockerheit, ja, öffnen. Und ein simples Programm ist auch die sogenannte V-Übung. Ja. Ich heiße jemanden willkommen, da trainiere ich den Schultergürtel, öffne mich und kann ganz toll meinen Schultergürtel, diesen Bereich entlasten. Das kann man ohne Band machen oder man könnte es genauso gut, wenn man sowas vorrätig hat, ja, mit einem Band machen. Sei es denn ein Band, was mit Wicklung ist oder wie dieses modernere Band dann auch mit Schlaufen, das sogenannte CX-Band, ginge natürlich auch. Das wäre dann vielleicht für zu Hause eher eine Möglichkeit. Ja, und dann habe ich noch ein bisschen mehr Widerstand und dann entlasse ich mich auch auf diese Weise. Jetzt haben wir einen Bereich noch nicht gehabt und den wollen wir jetzt natürlich nicht vernachlässigen. Der Bereich der Halswirbelsäule, der immer wieder ja betroffen ist. Schulter- und Nackenbeschwerden, wir haben hier Triggerpunkte, Schmerzpunkte. Und wie kann man den Bereich erwischen? Das geht sehr gut einmal über die hintere Nackendehnung. Die mache ich so, bitte nicht den Griff so, da verkrampft man zu sehr. Mit überschlagenen Händen so fassen. Und jetzt mache ich eine Variante erstmal. Ich nehme das Kinn ran. Richtung Nacken und gehe nach unten, mache auch hier wieder ca. 20 Millifederungen. Im Vergleich dazu, wenn ich die Nackendehnung mal erweitern will auf die obere mittlere Brustwirbelsäule, nehme ich den Kopf nach unten und nehme die Brustwirbelsäule mit. Und mache auch hier rund ca. 20 Millifederungen. Das ganze Programm wird nicht irgendwie abgeschlossen, sondern speziell mit dieser Übung. Ich will es mal im Fluss machen. Federungen. Ich komme hoch und nehme die Hände nach wie vor am Nacken und gebe den Ellbogen zurück und spanne jetzt wieder das Kinn nach hinten, wieder unsere Chin-In-Übung.
leichtes Schmunzeln, um gesagt zu entlasten. Mimische Muskulatur ist wichtig. Und drücke fest den Kopf gegen die Hände und die Hände gegen den Nacken. Und da habe ich Stabilisation. Also vorher Mobilisation und dann Stabilisation. Jetzt geht es nochmal um den seitlichen Nacken. Hier ist ja häufig eine Verspannung. Wir können nicht richtig drehen. Durch unsere PC-Arbeit, ja, oder durch Lager, Produktionsarbeit, wir sind nach vorne, ja, und immer aktiv. Und dann wollen wir diesen Bereich entlasten. Das geht sehr gut über diese Übung, die wir sicherlich alle kennen, aber myofaszial etwas anders, als Sie es vielleicht kennen. Üblicherweise drückt man einfach die Hand runter und nimmt eine Abstandserweiterung zwischen Ohr und Schulterdach. Aber so wie wir es jetzt machen hier, myofaszial bedeutet Muskeln, Fasziengewebe, erreichen wir noch mehr mit der tanzenden Schulter. Und die tanzende Schulter geht so nach unten. Kleine, feine Bewegung, nicht sowas hier und auch nicht aus den Ellbogen, sondern kleine, feine Bewegung aus den Schultergürteln. Und ich kann es so machen, aber in vielen Fällen ist die Faserqualität, die ich erreichen möchte, die etwas fester, kontrakter ist, mehr, wenn ich den Kopf nach vorne neige, mehr noch zur Seite, in dieser Winkelstellung. Probieren Sie es aus, wo Sie den meisten Widerstand spüren, auch wenn die Schulter mehr nach hinten nehmen. Das machen Sie zu beiden Seiten natürlich, das versteht Sie von selbst. Aber jetzt haben wir die Seitenmuskulatur, die Seitenneigefähigkeit wird dadurch verbessert, alles wird elastischer. Wir brauchen noch die Rotationsfähigkeit und das machen wir wie folgt. Wir nehmen den Arm nach hinten, drehen den Kopf nach links und machen kleine Rotationsbewegungen am Ende der Bewegung. Halt, Schulter weiter runter, nicht vergessen. Es soll nicht so aussehen. Und wir machen diese kleinen Bewegungen am Ende der Rotationsfähigkeit. 20 Mal etwa und wechseln dann zur anderen Seite. Andere Schulter auch runter. 20 Mal. Auch hier. Eine endläufige Rotationsbewegung. Damit haben wir schon mal sehr schön den Nacken erreicht. Wenn Sie auch hier vorne Probleme haben, gibt es auch eine Übung. Man nimmt die Hände übereinander, drückt das Brustbein runter, nimmt das Kinn nach hinten, Mund bitte schließen und die Bewegung kommt von hier aus. Kleine Federbewegung. Ja. Das führe ich durch. Das war kein Wirbel, sondern das war nur mein Klopf hier. Keine Angst haben, das war also kein Knacksen der Wirbelsäule. Und wenn ich dann das durchgeführt habe, kann ich auch hier die vordere Muskulatur dehnen. Immer wichtig, zwischendurch öffnen, weiten, das baue ich immer wieder mit ein. Sie müssen nicht das ganze Programm durchführen, immer wieder Einzelelemente. Ja. Aber wir wollen, bevor wir jetzt aufhören, nochmal etwas zeigen, auch für die Leute, die Unterarmprobleme haben. Das wäre zum Beispiel eine Übung für den Bereich der rückseitigen Armmuskulatur. Wir kennen da die sogenannten Tennisellbogen. Das muss jetzt nicht nur beim PC passieren, das kann auch bei Greifarbeiten passieren. Da ist folgende Dehnungsübung sehr sinnvoll. Ich mache eine Faust, greife mit der anderen Hand von oben und mache diese Bewegung. Am Ende der Bewegung mache ich Mini-Federung. Nicht mit gebeugten, sondern mit gestreckten Ellbogen. Feder ist, viele ziehen die Schulter zu. Nein, das darf nicht sein. Die Schulter unten lassen und dann diese Bewegung durchführen und hier eine gute Dehnung aufbauen. Gleiches mit der anderen Seite. Wir wollen aber als nächstes zeigen, die Dehnung der vorderen Unterarmseite. Das kann ich so durchführen, natürlich auch mit Hilfsmitteln, aber wir zeigen es erstmal ohne Hilfsmittel. Einmal hier Feder am Endbereich und jetzt kann ich sehr schön den Unterarm aufdehnen. Das gibt es natürlich auch mit anderen Varianten noch so, dass ich auch hier mich wegdrehen kann und entsprechend aufdehne. Gerade für Leute mit Karpaltunnelsyndrom, Problem oder ähnlichen Problemen ist das ganz hervorragend. Ja, das war ein kleiner Ausschnitt unseres Rückenfit, unseres Gelenkfit Programms für die Stärkung der Arbeitsgesundheit. Ja. Und ich wünsche Ihnen viel Erfolg. Es ist immer sinnvoller, regelmäßig zu üben. Das heißt, mehrmals am Tag die Arbeit durch kleine Minipausen zu unterbrechen. Schauen Sie, wo Sie Probleme haben. Sei es der Nacken, sei es der Rücken, sei es denn die Arme und Hände. Aber es ist weniger effektiv, einmal am Abend 20 Minuten zu üben. Ja?
und dann vielleicht dann mal wieder einen Tag nicht zu üben, dann mal wieder am Abend 20 Minuten. Nein, regelmäßig im Arbeitsalltag die Arbeit unterbrechen durch Minipausen. Dadurch steigern Sie Ihre Arbeitsgesundheit, Ihr Wohlbefinden, Ihre Konzentrationsfähigkeit und Ihre Leistungsfähigkeit. Ich wünsche Ihnen viel Spaß dabei. Bis ein nächstes Mal.